Nächste Frage hat der Reitschuster. Hubert Aiwanger ist der Impfrebell aus Bayern, der sich mit Markus Söder schon angelegt hat, obwohl er sein Stellvertreter ist. Da gibt es immer Pieksereien und Aiwanger sagt, er lässt sich nicht impfen und er ist auch streng gegen jeden Druck. Und heute komme ich hier in die Bundespressekonferenz. Ich war etwas früher da und auf einmal sehe ich da Hubert Aiwanger, der zwei Interviews gibt, auch ohne Maske, so wie ich jetzt. Er hat mir sozusagen auch den Weg freigeschlagen. Und da hat er sich nochmal zu seiner Position zum Impfen geäußert. Und ich habe das mitgefilmt, waren zwei Fernsehinterviews. Und wenn ich das Material schon habe, dann schneide ich es Ihnen jetzt hier auch kurz rein. Hören Sie sich an, O-Ton Hubert Aiwanger zum Impfen, bitte. Impfen zu lassen. Unser Slogan ist ein Deutschland für alle. Und zu diesen allen gehören auch die Ungeimpften. Wir dürfen die Ungeimpften in diesem Land nicht an den Rand der Gesellschaft manövrieren. Und wenn das Impfen nicht die einzige Lösung ist, um die Pandemie zu überstehen oder in Bezug auf steigende Infektionszahlen, was wäre dann die Lösung? Die Lösung ist die vernünftige Kombination aus allen Maßnahmen, die wir haben, vom Impfen bis zum Testen, bis hin zu Maske, bis hin zu Abstand, bis hin zu Distanz, Videokonferenzen und dergleichen mehr, wo wir gelernt haben, wir müssen nicht immer zu Zehnter in einem engen Raum sitzen, sondern wir können uns auch per Video austauschen. Es geht darum, in den Klassenzimmern Lüfter zu installieren. Da nehmen wir jetzt in Bayern mehrere hundert Millionen Euro in die Hand. Ich empfehle das auch allen anderen Bundesländern, dass hier die Klassenzimmer abgesichert werden. Also die Vielzahl an Maßnahmen, die wir haben, richtig kombiniert. Und dann trotzdem auch die Gewissheit, dass es sich bei Corona um eine ganz heimtückische Krankheit handelt, die uns vielleicht noch über Jahre begleiten wird, wo wir nicht sagen können, jetzt impfen wir jeden zweimal, dann ist das Ding vom Planeten gelöscht, sondern das ist Biologie, das ist Naturwissenschaft. Solche Krankheiten gehen in Wellen und kommen in Wellen. Also insofern, je nach Klima, je nach Situation, wird Corona immer wieder mal aufflackern und den Leuten zu suggerieren, der kleine Pieks, dann ist die Welt gerettet, das ist zu einfach, so einfach geht es leider nicht. Wenn es so einfach wäre, wäre ich der Erste, der sich vorne hinstellen und impfen lassen würde. Was würden Sie sagen, ist das wichtigste Thema für die Freiwilligen? Ja, die Gesellschaft zusammenzuhalten, diese Spaltung der Gesellschaft in der Corona-Frage, in der Klimafrage und so weiter zu überwinden, vernünftige Lösungen in der politischen Mitte zu bringen. Auf die Klimafrage haben wir die Antwort grüner Wasserstoff statt Deindustrialisierung und in der Corona-Frage auch die Vernunft. Alle Maßnahmen, vom Impfen über die Maske bis zum Testen, sinnvoll zu kombinieren und nicht zu sagen, die eine Maßnahme, Impfen, ist die Lösung für alle. Wer sich nicht impfen lässt, ist asozial und muss an den Rand gedrängt werden. Im Herbst wird man feststellen, hoppla, trotz Impfung haben wir wieder Corona-Fälle, was dann? Also dann verliert man immer mehr Vertrauen. Die Politik muss heute ganz klar sagen, keine Impfpflicht. Sonst haben die Kinder keine Ferien derzeit, sonst wird in den ganzen Ferien nur dieses traumatisierende Thema diskutiert, muss jetzt Hänschen und Lieschen geimpft werden, das müssen wir der Bevölkerung ersparen. Ich sage ganz klar, die Politik muss heute sagen, es darf keine Impfpflicht geben. Das letzte Wort über seinen Körper muss der einzelne Bürger haben, sonst geben wir elementare Bürgerrechte an den Staat ab. Dann wird am Ende der Staat bestimmen, was man gesundheitlich zu tun hat. Und dann Ade, liebe Freiheit. Was ist denn dann Ihre Lösungsstrategie für den Sommer, für den Herbst? Die Dinge beobachten, bessere wissenschaftliche Erkenntnisse einzuholen. Es ist immer ja noch erschütternd, wie wenig wir wissenschaftlich wissen. Was passiert denn an den Schulen wirklich an Infektionen? Wo kommen denn die Infektionen her? Wie ist ein zweimal Geimpfter am Ende wirklich geschützt? Wie lange hält das her? Wie geht das mit den Aerosolen vor sich? Und so weiter und so fort. Wir wissen als Politiker heute nicht mal die Hälfte dessen, was wir wissen müssten, um punktgenau richtig die Entscheidungen zu treffen. Im Herbst werden wir wieder vor Debatten stehen, ob wir Schulen und Handel schließen müssen, weil der eine Politiker, der eine Wissenschaftler das Gegenteil vom anderen sagt. Und wir stehen in der Mitte. Die einen Elternhäuser sagen, es ist doch verantwortungslos, die Schulen nicht zu schließen und die anderen sagen, es ist verantwortungslos zu schließen. Und die Wissenschaft bringt noch die völlige Verwirrung dazu. Also ich würde mir wünschen, deutlich mehr Rückhalt aus der Wissenschaft, belastbare Fakten, damit wir belastbar agieren können und dann eben die bekannten Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Schärfe richtig agiert. Dann wird ein Schuh draus.
Ja, bemerkenswert, und es zeigt, es gibt doch auch noch Stimmen, die nicht Corona-Alarm-Sirenen sind, wie der Oskar Lafontaine das gesagt hat. Herr Aiwanger von den Freien Wählern scheint hier eine sehr gemäßigte Position zu fahren. Ich lasse es einfach mal so stehen, wie es war. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass Sie bei diesem kurzen Nachklapp noch dabei war. Schauen Sie rein, abonnieren Sie, schauen Sie vor allem auch auf Rampel und auf Odyssee rein, wo es zensurfrei ist. Beste Grüße aus der Bundespressekonferenz. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster.